Natürlich alles in sehr enger Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann Sebastian. Ja, die Note wird noch berechnet von Helen Lange-Hahnberg. Noch kann ich nichts verraten, aber ich kann Ihnen schon verraten, wer das hier ist, der jetzt bei uns im Viereck unterwegs ist. Das ist Therese Nielshagen. Therese Nielshagen reitet für den Reit- und Sportclub Osnabrücker Land und geht für Schweden International an den Start. Sie sitzt im Sattel von Dante Veltino OLD. Siebenjährig, dieser Hengst, von Danone aus einer Welthit-2-Mutter gezogen, von Olaf Bahls. Im Besitz ist Dante Veltino vom Dressurpferdeleistungszentrum Lott Bergen. Na, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Das vorläufige Ergebnis für Helen Lange-Hahnberg 75,58. Das würde heißen, komplett gleich auf mit Isabel Bache und Riverdance. Das wäre allerdings echt ein Hit. Ja, wie sehr viele, die wir hier am Start haben, hat auch Dante Veltino schon gezeigt, was in ihm steckt. Er hat sich sowohl fünf- als auch sechsjährig für das Bundeschampionat qualifiziert und war zuvor der erste Reservesieger der Oldenburger Körung. Ja, da kommt sie nicht ganz super raus, ne? Kommt da so ein bisschen traversartig. Das passiert schon gerne mal. Die Pferde wollen zurück zum Hufschlag, gerade die Jungen, und suchen da noch ein bisschen Halt. Aber die Versammlungsbereitschaft ist klasse, das haben wir gesehen. Ja, da weicht dann noch so ein bisschen weg, kann die Last vielleicht auch noch nicht ganz so halten, noch nicht ganz so ausbalancieren. Sehr schön geschmeidig hier die Traversale nach rechts, jetzt auch das Umstellen Traversale nach links. Er bleibt schön in der Anlehnung, er behält den Galoppsprung bei, alles sehr harmonisch. Ja, und der Galopp ganz deutlich ins Bergauf angelegt. Sehr aktives Durchspringen. Ja, da hat er vorher einmal so ein bisschen gestützt. Ah, da darf er noch etwas mehr Sicherheit entwickeln und noch ein bisschen mehr Durchsprung nach vorne. Aber ich würde mal sagen, das ist alles auf genau dem richtigen Weg. Immer mal für die Erinnerung, er ist 7, also einer der jüngsten hier. Thank you.
waren. Das war ein bisschen eilig, ne, und auch nicht ganz so schön sauber rückwärts getreten, wie man sich das vorstellt. Aber auch eine Runde mit vielen Highlights drin, sehr schönen Grundgangarten, toller Typ, der gut in der Anlehnung obendran stand, wie man ja so schön formuliert. Das war der Ritt von Therese Nilshagen, die Schwedin hier im Sattel für das Leistungszentrum, Dressurpferdeleistungszentrum Lottbergen. Dante Veltino hat sie vorgestellt, den 7-jährigen Sohn von Danone. Wären 1548,5 Punkte, entsprechend 75,54%. Das wäre eine laufende Prüfung zurzeit Rang 2. Führung immer noch Riverdance und Isabel Bach mit 75,58%. Das vorletzte Pferd vor einer kurzen Pause. Wir begrüßen Mannersitz-Dressurstadion Christoph Niemann. Er kommt vom Reitverein Waldorf und bringt uns die Pardieu. Startnummer 908, ein 8-jähriger Hannoveraner.